Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir schauen uns heute den Camping Tahiti in Finale Ligure an. Und da haben wir hier einmal einen kleinen Kinderspielplatz sowie einen Tennisplatz. Dann hier natürlich die Rezeption mit dem Restaurant drüber. Und hier kommen dann auch schon die allerersten Stellplätze. Hier sind vor allem auch die großen Wohnmobile, weil mit denen kommt man nicht auf die Terrassen, wo wir jetzt stehen. Aber die sind wirklich richtig cool angelegt. Die meisten Plätze oder vielleicht sogar alle haben hier auch dieses Waschbecken. Und im Restaurant gibt es natürlich Semmelchen in der Früh, ist auch so ein kleiner Shop dabei, aber auch ziemlich gutes Essen. Also wir haben schon eine Pizza geholt und einmal so ein Menü gegessen. Das war mega gut, mit Calamari Fritti sogar, Spaghetti Vongole und allem drum und dran. Also das war wirklich super, super lecker. Und hier seht ihr jetzt eben, der Campingplatz ist so terrassenförmig angeordnet. Hat dann dazwischen auch immer wieder Klohäuschen. Die sind übrigens mega schön. Also wirklich Wahnsinn für einen Campingplatz. Total krass. Das sind diese Terrassen. Und dann hier eben zum Beispiel so ein Klohäuschen. Ist wirklich schön. Riecht auch alles super frisch. Also kann sich durchaus sehen lassen. Die Duschen sind auch mega cool. So eine Art Rain Shower. Hier noch ein Kühlschrank, wie es ausschaut. Auch nochmal Klos. Dann sind da wohl drüben die Duschen. Ich gehe sonst immer auf ein Klo weiter oben. Aber ist genau gleich. Ist wirklich unglaublich schön. So. Ich schaue oben nochmal rein, dann seht ihr die Dusche auch. Hier gibt es dann auch so eine Art Bungalows. Und eben diese ganzen Terrassen, die sind alle mit diesen wunderschönen Steinen angeordnet. Super sauber alle. Also ich weiß natürlich nicht, wie das bei Vollbetrieb ausschaut. Im Moment ist es aber echt unglaublich sauber. Kötzen auch immer wieder Angestellte rum, die ein bisschen kehren und so. Also wirklich cool. Ah, schaut mal, da hinten seht ihr gerade schon einen. Also das ist wirklich tip top. Hier dann übrigens unser Stellplatz. Da sind wir komplett alleine im Moment. Mega gut und ja, richtig, richtig cool. Also auch in der Nacht sowieso alles ruhig. Wir hatten jetzt auch schon mal einen Nachbarn, der war aber nur 2 Nächte da. Und ja, wie ihr seht, ich muss schon schnaufen. Es geht schon ordentlich hoch. Aber dementsprechend hat man halt auch von überall eine richtig coole Aussicht. Hier wird es sogar so Plätze mit so Trocknungsmöglichkeiten geben. Und jetzt zeige ich euch aber wirklich mal noch schnell die Dusche, weil die ist auch wirklich der Hammer. Also richtig schön. Rain Shower Licht. Nur das Licht mag mich gerade nicht. Naja, kann man nichts machen. Ja, viel mehr gibt es aber auch nicht zu sehen, würde ich behaupten. Es geht jetzt halt noch mal ein Stückchen rauf. Aber es bleibt immer gleich. Und es gibt auch immer so coole Terrassen mit Grillmöglichkeit. Ja, das ist vielleicht wirklich auch noch eine Besonderheit. Da schauen wir mal noch auf eine drauf. Und dann würde ich sagen, haben wir es gesehen. Schaut her. Da ist eben Grillmöglichkeit, Terrasse. Mega, mega Aussicht. Ja, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal da wart. Den Link zum Campingplatz haue ich euch noch rein. Ist nicht gesponsert, aber wirklich ein super cooler Platz. Von dem her kann man den ruhig mal vorstellen, würde ich sagen. Schaltet gerne wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.